Hallo Leute, willkommen zurück zu 10. Okay, jetzt erstmal schön die Bälle zeigen, würde ich sagen. Auf geht's mal mit Strike Man Stage. Das ist ein schönes Spiel. Wenn ich gesagt habe, übrigens die Gameboy-Teile, ne? Ich habe ja beim letzten Mal darüber nicht geredet, aber ich bin der Meinung, das müssen wir jetzt erstmal thematisieren. Weil, wenn Sachen unausgesprochen werden, fühlen die, dann sind das immer so Streitfaktoren. Ich kenne das, ich bin ja auch schon erwachsen, also da haben wir genug Lebenserfahrung. Also, ja. Was ich jetzt gerne mal aussprechen würde, ist... Ja, ja. Wie heiß ist Teufels Küche, in die ich mich selber da gebracht habe, indem ich gesagt habe, ich mache die Gameboy-Teile. Weil, ich habe gedacht, das sind drei, allerhöchstens. Und du kommst jetzt und sagst, es ist im fünften Gameboy-Teil. Ja. Also, du hast es jetzt nicht so dumm gesagt, wie ich das gerade gesagt habe, sondern in deiner bekannt intelligenten Art, aber... Ich fühle mich einfach auch ein bisschen zurückgesetzt. Jetzt fünf Teile? Ja. Und jetzt sagst du sowas wie, da gibt es sogar sechs? Nein, es sind fünf. Okay. Das sind verhältnismäßig kurze Projekte, also du wirst nicht so lange dran haben wie in den NES-Teilen. Behaupte ich jetzt. Ja, aber du denkst daran, dass ich da auch verhauen werde von denen, ne? Je nachdem, wie du dich anstellst. Aber ich würde behaupten, nur im ersten Teil. Behaupte ich jetzt. Die anderen sind alle sehr gut machbar und er ist der Endgegner. Er ist der Endgegner hier. Ich kann den ja noch nicht mal abschießen mit meinem Messerchen. Was ist denn mit dem? Destroyer. Das ist mein Lieblingsachievement. Also 5 Stück, sagst du. Mhm. Ja gut, dann machen wir die auch alle. Das ist ja... Wertschulden sind ja Ehrenschulden. Mhm. Aber die müssen wir dann durchknallen, finde ich. Also da müssen wir dann... Wenn wir mal fertig haben, dann... Es liegt ja immer an mir. Der Schweizer hat ja immer Zeit. Der drängt auch. Das ist ja... Was ihr vielleicht... Wovon ihr jetzt gerade keine Ahnung habt, weil ihr es nicht könnt, ist... was der Schweizer einfach von der Typ ist. Das wisst ihr nicht. Und er ist einfach ein guter Typ. Aber auch jemand, der einem in den Arsch tritt. Und das ist gerade das Gute daran. Weil manchmal braucht man das auch. Ja, du musst mir etwas sagen, wenn ich zu aufdringlich bin, ne? Nee, das ist schon alles in Ordnung. Will ich auch nicht stressen oder so. Ja. Ich schwör's dir. Pixel Geeks ist ja cool, aber wenn ich sehe, dass einer von euch, entweder du oder deine Freundin, anfängt hier so einen Ballkanister zu pixeln, ne? Dann fahr ich zur Schweiz und reiß das einfach auseinander. Okay, nix. Dann mach ich einfach... Ich geh zu dem Tisch und werf den einfach um, dass die ganzen Bügelperlen durch die Gegend fliegen. Das ist... Das akzeptiere ich soweit einfach auch nicht. Mach ich. Nee, tut mir leid, Herr Schweizer, das ist Unsinn. Das ist wirklich Unsinn, den machen wir nicht, ne. Warum sollte man das auch machen? Vielleicht als Collage, aber auch das... Nee. Bessere Motive als den Ballkanister. Wie sieht man das eigentlich bei ihm? Geduldig. Ja, nicht geduldig, das ist ja doof. Weiter. Du hast gesagt, wir spielen Ralph. Das ist ein dynamischer junger Mann, der hat einen Schal mit ihm. Ja. Mit Sonnenbrille. Oh, weißt du was? Ralph ist für mich wirklich... Dieser Schal, das ist für mich der ausschlaggebende Faktor, warum ich sage, dass er eine Lusche ist. Weil der erinnert mich immer so ein bisschen an diese Leute aus den... Kennst du den Film, die kleinen Supersträuche? So einer ist er. So einer, ja, an seinem eigenen Ärmel lutscht. So einer. Und dann sich wundert, dass er einen nassen Ärmel hat. Also... Ich finde sehr viele aus der Prototypentheorie, die auf Ralph hier passen würden. Bin auch schon auf das Thumbnail gespannt, das du dann bringen wirst. Ja, ich auch. Ich habe schon Ideen. Okay. Warum gebe ich mir eigentlich Mühe? Ich bin doch jetzt kaputt. Ich habe doch nur noch ein Leben. Sprechen. Ich hasse es. Nein. Also probieren wir was anderes. Ja, ich glaube auch. Was gibt's denn noch? Was kann man denn noch probieren? Uwe zum Beispiel.
Mann, Uwe hier, jawoll. Ab ins Klärwerk, Sieder, bravo. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Hat auch einen coolen Stage-Soundtrack. Das stimmt. Ist gefühlt in jedem Mario-Hack dabei. Der auch? Ja, ja. Der ist sehr populär. Alles, was Mega Man ist, ist in jedem Mario-Hack. Ja, eigentlich schon. Ist jedem irgendwo eins. Er ist auch gute Musik, kannst du da nichts sagen. Schachti! Okay, was? Schachti! Ja! Aber das ist so ein bisschen der Kiffer-Schachti, ne? Guck dir den ja, an. Ja, ja, der ist stoned. Oh. Da war ein Energieding drunter, hast du gesehen? Mhm. Jawollsken! Versteckt. Oh, oh. Jetzt wird's gefährlich. Hey, hier ist nichts gefährlich. Ja, das Timing. Ach, ich hasse, das hasse ich hier. Ja. Oh ja, bitte. Ja. Lieblingssprung hier, Lieblingssprung, definitiv. Okay. Das war doch schlimm hier oben, stimmt, kacke, das war nicht gut, das hat nie Spaß gemacht, das weiß ich noch. Schweizer. Unten aber auch nicht. Das macht alles keinen Spaß. Hol dir das Leben da. Wie? Nicht holen. Wie? Protocol. Spuck, spuck. Er ist. Geh mir aus dem Weg, Mann. Ja, so einer ist er wirklich, ne? Ach, guck mal, da kommt die Hauptkontrolle da oben. Das ist wieder tipptopp hier alles. Jetzt ist die Spinne im Wasser. Ja. Das ist kein Code. Oh, warte mal, pass auf, jetzt. Ja. Ach, komm! Schön, schön gedacht. Flieg da drüber. Ja, ja, flieg. Das ist hier. Da diskutiere ich einfach auch nicht. Ja. Oh. Ah! Scheiß Shrimp. Shrimp Boy. Auf. Auf! So, ich bin jetzt hier drüben. Ich weiß, andersrum ist immer besser, aber. Ja, da kannst du jetzt trotzdem noch hinkommen. Bitte. Das ist. Also hier, ne? Was war das? Ich glaube, das war eine Schrabbel. War eine Schrabbel oder das war hier so ein. Ne? Hm? Ne, ich meine, ich habe was aufgesammelt. Ich glaube, das war ein Energiedings. Für Munitiones Aufladernis. Ne, ich glaube, es war Schrabbel. Ich will mich jetzt nicht mit dir streiten. Doch. Da will ich jetzt. Das mache ich jetzt zweimal. Ach nee, doch nicht. Cool. Passt. Yeah, boy! Schön, schön. Da kommt doch jetzt auch noch einer. Sei doch. Oh nein! Warum ist hier einfach so viel los? Warum? Ja, wobei die Schachtis, die machen ja nicht mal was. Die sind einfach nur zu. Die sind einfach nur da und ärgern. Stressen da, sonst nix. Wie schlimm ist unten? Ist unten so ein Kack mit Insta-Dev und all so einem Schwachsinn? Ich glaube schon. Aber oben ja eigentlich auch mit Abgrund. Also ja, das Abgrund kann ja drüber fliegen. Ja, gehen wir mal unten lang. Kannst du, oder nicht? Ja, okay. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich war noch nie unten, kann das sein? Kann sein. Ah, ja. Ah, das sind diese, ja, diese Turbinen, ja. Genau. Die Strömung, genau das war's. Ist immer gut, wenn man jemanden dabei hat, der sich auskennt und eigentlich. Achso, ja, hier war schlimm, ne, genau. Ja, will ich das? Genau. Will ich das jetzt? Ja. Gut. Och. Gut. Ah, hast du den gesehen? Mhm. Die kennst du auch noch aus dem allerersten Teil, ne? Ja, natürlich. Ach, okay, jetzt habe ich hier Gegenwind. Gegen Wasser. Ja, super. So, genau, die ziehen mich jetzt nämlich da oben rein. Genau, ja. So geht's nämlich. Ah, Alter, Schrimp, hau ab! Boah. Okay, jetzt. Nein. Rutschen dann. Leben. Sehr schön. Ja.
Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass unten besser ist als oben. Ja, ist ein bisschen weniger Stress vielleicht. Ja. Okay, das ist Timing verkackt. Das machen wir direkt nochmal. Oh. Uiuiui. Aber dafür ein E-Tank. Muss nur gut getimt werden. Schön. Schönes Ding. Okay. So, nicht auch noch. Ja, jetzt hau doch ab da! Ey, was ist das wieder für eine Runde hier? Was ist das wieder für eine Runde? Mörderrunde. Schatz, ich kann nicht mehr warten. Ah komm, den brauchen wir hier. Nein. Der ist wichtig. So, und da ist schon... Da ist schon Boss, ne? Da ist schon Uwe. Okay. Alles klar, Uwe. Jetzt geht's ab. Ich weiß nicht mehr, wie der ging. Aber der war doch nicht schlimm, meine ich, oder? Uwe ging. Uwe habe ich geschafft, ohne das... Pass auf. Uwe machen wir jetzt. Mit zwei. War dein erster. Ja. Ach so, das war die Geschichte. Ja, ich erinnere mich. Der war doch nicht so cool. Hast du mit dem Schild schon ein bisschen bessere Chancen? Ich hatte irgendeine Strategie gegen ihn, das weiß ich noch. Irgendwas, wo du gesagt hast, das sei jetzt nicht unbedingt. Das ist gemashed, glaube ich. Durch sein Schild gemashed, kann das sein? Ja, das kann sein. Irgendwas, wo ich gesagt habe, ja, ich mach das von Hand, aber hab dann auf Quickshot gedrückt. Irgendwie sowas war da. Das war nicht koscher, das weiß ich noch. Aber du hast jetzt zwei Energy Tanks. Ja, der liegt jetzt auch Uwe kriegt. Ja. Macht er nur das? Ja. Im Hard Mode würde er dir noch seine Pumpe um die Ohren pfeffern. Nein, darauf kann ich gut verzichten. Ah, das mit dem Schild ist auch Quatsch, was du mir wieder erzählst hier, ne? Ja, der Winkel. Das ist doch nichts mit Winkel, das ist alles. Eieieiei. Wie viel Leben habe ich noch? Ach, ist gut. Einmal machen wir noch mit richtig und dann aber. Warum kann ich denn nicht? Warum kann ich denn nicht einfach. Weiß ich nicht, wenn du so morgens einen schlechten Tag hast und denkst, bleibst einfach liegen. Genauso fühle ich mich gerade. Einfach Uwe nicht machen und der ist dann von alleine weg. Nee, den habe ich ehrlich besiegt. Das war ja, ehrlich. Ja, das ist... Ja, wenn du safe fahren willst, dann warte einfach, bis er runterkommt und dann gib ihm einen Charge. Ja, genau so habe ich das dann gemacht. Dann passt das schon. Dann ziehst du auch... Ja, genau so habe ich das gemacht. Wasserblasen darf liegen und kannst dementsprechend ausweichen. Aber der macht zu viel Schaden, der junge Mann. Ja. Ich finde das übrigens immer so toll, wenn du nicht weißt, wann der jetzt seinen Supersprung da macht. Ich meine, du siehst, dass er ihn macht, aber ich kann jetzt nicht sagen, so, jetzt spring jetzt zweimal und dann... Aber das ist ja auch... Das ist ja das Spiel. Das ist ja das Spiel. Das heißt ja, dass du dann arbeiten musst hier, ne? Das ist jetzt nicht so, ja, der springt dreimal im Kreis und dann darfst du schießen. Nee, das wäre zu einfach. Aber ich glaube, es ist der vierte Sprung, den er macht. Weiter. Ne, jetzt ist es der dritte. Ja. Böhm, aber ist Uwe geflankt hier. Jawoll. Sauber. Wecke Uwe hier. Ja. Uwe nicht mehr dabei. Klärwerk ist, sucht einen neuen Hauswart. Ach, ist wichtig. Vielleicht irgendjemanden, der mit dem Besen umgehen kann. Obwohl Besen im Klärwerk ist außer dem Fehler. Ein Schrober vielleicht. Ist eine Fehlanschaffung, das recht. You got a new weapon, Water Shield. Das sieht aus wie einer von der Shigimeute gerade. Ja, stimmt. Okay. Oh. Also ja, mal, ich will Solarman. Ich will Strikeman eigentlich verhauen. Ich jetzt noch Solarman vielleicht? Solarman. Ja, ich hätte ja schon auch jetzt mit dem Water Shield. Ja. Aber beim letzten Mal haben wir Strikeman als letztes gemacht, weiß ich noch, weil ich den das kann sein, ja. Das stimmt, ich das einfach so doof fand bei dem. Aber da wusste ich ja noch nicht, wie da diese.
Ich bin mal gespannt, welcher von den Arschbacken es sein wird, der mir hinterher bei der Hateful Eight richtig in den Sack gehen wird. Weil beim letzten Mal war es ja Chillman, der hat mich richtig paniert, das weiß ich noch. Der ist auch einer der schwierigsten jetzt. So, was war das? War er hier alleine? Ja. Ist okay. Ich verstehe dann schon, dass er schlechte Laune hat. Jetzt sind schon zwei. Es reizt mich ja, Mega Man einfach mal im Livestream zu machen. Ne? Alleine um den Chat zu sehen, der dann dieses Plus ballert. Ja, genau. Aber das, da müssen wir machen, wenn ich da mal zu dir hochkomme. Ja, dann haben wir 45 Minuten lang Spaß. Nur 45 Minuten? Ja, du hast gesagt, du machst das in 45 Minuten Spiel. Ach so, ja, nee, wir machen dann abwechselnd. Also, wenn einer stirbt, dann der nächste. Das wird dann so wie bei Nils und Simon bei Rocket Beans in Dark Souls. Ich sterbe, du spielst erstmal für 3 Stunden. Ach so, nein. Und dann bin irgendwann ich wieder dran. Nein, nein. Ja, das ist auch wieder top gelaufen, ne? Danke für nichts. So, jetzt kommen die Chickens. Ich hab doch nur ein Leben. Ne, 2 habe ich. Okay, Chicken. Chicken. Ich hasse die Chicken. Ja, yeah. Water Shield und die sind weg. Ich hasse die Chicken. Weggeflamed. Einfach mal ein Feuerzeug ins Gesicht geworfen. Das lohnt sich eigentlich auch gar nicht, ne? Ich meine. Aber die Mucke in dieser Stage, die ist auch geil. Ja. Ja. Auch ich weiß auch nicht, tut mir leid, aber ich finde, jetzt mal Eigenlob, ne? Ich habe hier Spaß ohne Ende, auch wenn ich hier schreie und heule und alles. Ich bin froh, dass du dabei bist. Oh. Das war jetzt nicht Eigenlob, das war Schweizerlob, aber wie wär's mal Hashtag Schweizerlob, das wär's. Vielen Dank. Ah. Ich habe noch nach einem guten Hashtag für Ralf gesucht. Aber Ralf reicht, ist irgendwie schon vergeben. Ja, ich habe große Erwartungen an den neuen Film, ne? Ja, von den Cameos. Also den ersten fand ich ja auch schon gut. Also fernab von diesen Cameo-Auftritten und was nicht alles. Also ich fand den auch so. Also als Film selber nicht schlecht. Ja, doch. Den Strahl von dieser Blume kannst du übrigens auch abwehren mit dem Schild. Was, echt? Das ist ja ein super Schild dann, ne? Ja, der wirkt wirklich fast alles ab. Schon. Also da ist ja nicht G-Tank? So von wegen 80 Euro und dann geht das Ding in die Eifel. Das Ding ist gut. Und jetzt gehe ich aber in die Eifel. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, bis denn. Ach guck mal, wir müssen noch einmal. Warte mal, das mache ich jetzt noch. Ja, es geht jetzt so weiter. Guck mal hier, Bonusmaterial, nur für uns. Folge noch nicht vorbei. Witz. Es muss immer weitergehen. Muss weitergehen. Ja. Schweizer. Oh, lol. Ach, das ist aber auch komisch, dass du hier keinen Mülleimer für ihn gleich am Anfang hast. Ja. Ich versuche jetzt erstmal. Ich meine, wir sind ja sowieso schon Fritte, ne? Also, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Ja. Aber ich uiuiui. Ja. Wie er da einfach weggelutscht wird, das ist gut. Die Blümchen funzen. So. Boing. Jetzt aber. Ja, jetzt Ende. Jetzt aber. Ja? Gut. Das ist immer schön, dass wir jedes Mal Game Over Folge vom S immer. Ja. Die letzten werden die ersten sein. Jawohl.